Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Night of the Dead. Ja, und der Night of the Dead steht jetzt halt auch gerade kurz bevor, also die Welle wird gleich jeden Moment starten. Was mich aber allerdings überhaupt nicht stört, ich werde jetzt halt erst einmal hier die, Moment, ach mit Rechtsklick. Ich werde jetzt erst einmal hier die Sachen mit einpacken ins Inventar, weil ich glaube, wir haben jetzt halt ja alles, was wir brauchen, um den Funk beim Flughafen instand zu setzen. Und ja, ich würde direkt loslaufen, wenn die Welle durch ist. Ja, die Welle hat begonnen, das ist schön. Laden kann ich es leider nicht, weil ich jetzt gerade keinen Samen mehr einstecken habe. Das stört aber gar nicht, es sind genug Fallen da, würde ich sagen. Ich könnte auch noch schnell einen kurzen Blick werfen, ob ich irgendwo diese Eule sehe. Das Viech macht mich narrisch, ehrlich. Ja, ich ignoriere dich jetzt einfach. Ich nehme mal jetzt hier alles raus, was da so drin ist. Einfach um mal zu sehen, was wir so alles haben. So. Waren die am Laufen? Ja, die waren am Laufen, das ist gut. So, dann sehen wir nämlich gleich einmal, was wir alles drin hatten. Da ist nochmal ein Fuchs jetzt. Ich meine, ich höre das Viech halt, ja, aber ich sehe es immer nicht. Ich habe keine Ahnung, wo das Viech ist, ne? So, während die Zomboiden sich da spielen, werde ich mal ganz kurz gucken. Ich müsste, glaube ich, kleines Eisen auch mit rausbekommen haben, oder? Ja, auf jeden Fall 90. Nicht schlecht. Also ich war wirklich komplett leer, ne? Dass die 90 kleinen Eisen oder Stück Eisen, die habe ich jetzt tatsächlich komplett aus den Dingern rausgeholt. Aus den Maschinen. Ah, von da kommen sie. Alles klar, gehen wir mal da hoch. Beobachten wir mal ein bisschen das Spektakel. Hier oben kann mir eigentlich gar nichts passieren. Ups, außer die ziehen mich natürlich runter. Das kann natürlich schon passieren. Ups. Ja, ich brenne, ich weiß. Kannst du mal aufhören zu brennen? Das wäre super. Ja, ich weiß halt auch nicht, wie ich mich löschen kann, ne? Auf zu brennen. Ups, ouch. So, wir sind hier in der Nacht 26. Es könnte durchaus sein, dass hier auch mal Zombies kommen. Also, Zombies. Ja, kann passieren, ne? Ne, ich meine Riesen. Könnte passieren, dass da auch mal Riesen mitkommen. So. Jetzt wäre es gut, wenn du dich jetzt nicht nochmal runterziehen lässt. Aber auch das kann nochmal passieren. Das ist ja ganz klar. So, hier ist auf jeden Fall alles schön feuerfest. Da haben wir einen schönen Ausblick. So, schauen wir doch mal ganz kurz ins Inventar. Wow, also wir haben tatsächlich 85 Eisenerz rausbekommen, 19 Kupfer. Wahnsinn, ne? Das ist echt der Hammer. Oh. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, der rennt gleich los, aber den habe ich anscheinend gut erwischt. So, von wo kommt ihr? Ihr seid doch gerade da rumgelaufen, ne? Also ich denke mal, dass die dann auch wieder von da kommen. Wir können die eigentlich in Ruhe machen lassen.
wir kümmern uns einstweilen um die Pflanzen. Allerdings ist jetzt natürlich blöd. Warte mal, wir tun erst einmal das Fleisch wieder hier rausnehmen. Ich habe eine Ananas gegessen, deswegen so zack. 5 Stücken Fleisch haben wir da. Das ist das da. Würde ich sagen, tun wir mal das Leder raus. Das da, das da. Das da. Da habe ich 3 Mist, ne? Das ist aber nicht sehr viel auf jeden Fall. Müssen wir schauen, ob ich da noch irgendwas herstellen kann. Die da sollte ich noch mit einstecken. Ich tue mal das Eisen hier rein. Und das Kupfer. Hier kommt das stückige Eisen rein. Ich bin gleich halt wieder am Aufräumen, weil wenn wir dann losziehen, möchte ich das Inventar eigentlich leer haben. So, zack, raus. Jetzt könnten wir mal schauen, ob hinten nochmal was drin ist. Zumindest nur nochmal hier kleines Fleisch mit rausholen, dass wir noch was herstellen können. Ja. Habe ich auch noch nie gesehen in dem Moment, wo es passiert. Aber ich habe auch kein Tier laufen sehen, also... Also es passiert halt einfach und fertig. Schauen wir mal, kann ich Mist herstellen? Und wenn ja, wie viel? Nicht sehr viel, ne? 7 Stück. Dann haben wir jetzt insgesamt 10. Mein gut, 10 ist zumindest etwas, aber ich habe keine Samen. Was aber auch nicht schlimm ist, weil wir können auf jeden Fall hier den ein oder anderen Samen einsammeln. Ah. Servusler. Tja, keine Ahnung, der zerstört halt da draußen die Plattform, was soll er machen? Das stört mich überhaupt nicht. So, dann können wir nämlich hier gleich wieder ansäen. Während du da draußen dich abreagierst. Weil spätestens, wenn er weiter nach vorne geht, wird dann der Flammenwerfer rösten. Ja, ich lasse dich noch ein bisschen machen. Wenn es dir damit besser geht, ne? Vielleicht sollte ich hier nochmal einen Flammenwerfer hinstellen. Das wäre, glaube ich, auch nice, oder? Naja. Wenn wir jetzt dann unterwegs sind, dann wird sowieso Zeit lang dauern, bis wir auch wieder zurück sind. Da. Wie viel habe ich denn noch? 2 Stück? So, zack. Na, das hat's geladen wahrscheinlich. Na komm. Ups. Ah, jetzt. Was haust denn jetzt? Die Lampe oder was? Wahrscheinlich. Na, ich hab jetzt schon mein Magazin für Ballern hier. Jetzt halt.
Jetzt hab ihn. Gut, jetzt muss ich nur noch mal schauen, dass ich mir vielleicht noch... Genau. Hier noch mal volllad. Sekunde. So, zack. Passt. Ich glaube, ich muss wieder ausräumen. Möchte mir zumindest das Säckel von dem holen. Ja, der Flammenwerfer geht halt bis daher, ne? Schau mal, bin ich nicht auch hier? Ja, bin ich. Wusste ich doch, irgendwo komme ich hoch. Ja, wenn die hier fertig sind mit ihrem Zeug, das müsste ja jetzt eigentlich dann soweit sein. Können wir ein bisschen einsammeln? Können eigentlich schon runter, oder? Bin jetzt einfach mal so mutig. Hm. Hey, war tatsächlich jemand schon hier? 97, 99. Da liegt aber sonst nichts rum. Also man, noch wabert die Musik und die letzte Welle wird mit Sicherheit kommen. Von daher sollte ich vielleicht nicht unbedingt hier stehen, wo dann der Flammenwerfer aktiv wird. Okay, es wird geschossen. Ah ja, okay, und da vorne brennen welche. Also gehen wir mal damit hoch. Weil ich glaube, hier können sie mich nicht runterziehen. Das hoffe ich zumindest mal. Ja, spar mal deine Munition. Ich könnte mal ganz kurz was essen. Wo ist es? Wo sind meine Snickers? Erstmal dann mal Ei. Ach. Okay, die werden... Ah, gehst du weg? Der hat gerade schon geworfen, jetzt hier. Diesmal habe ich ihn gesehen. War sein letzter Wurf. Okay, es könnte sein, dass zu Ende ist. So, schau mal da mal. Wir sammeln einmal alles ein, dann verräume ich nochmal die Sachen. Da draußen liegt auch was. Kann natürlich immer noch ein Streuner hier rumwandern, ne? Das wisst ihr ja. Habe ich ja auch schon öfters gehabt. Oh ja, Hase. Irgendwie sind das dann wahrscheinlich Killerhasen, die dann hier noch mit reinrennen. 98, 98. Ja, da. Alles gut. So. Darf ich die jetzt einzeln aufsammeln, oder was? Ich höre das Viech halt schon wieder, ne? Aber ich sehe es immer nicht. Oh Mann.
die verarscht mich. Also hier soll auf jeden Fall eine sein. Ich habe sie auch schon mal gesehen, aber da hatte ich leider das Pech, nicht durchgeladen zu haben und konnte sie somit nicht mehr vom Wegflug hindern. So, da liegt nichts mehr, da liegt nichts mehr. Da ist alles clean. Da passt alles. Okay, wunderbar. Nee, dann gehen wir noch einmal ganz kurz zurück. Tun schnell mal die Sachen noch in die Kiste. Oder, ja, doch. Ich lasse das jetzt mal hier mit dem Zeug da hinten. Ich tue jetzt mal alles hier rein. Das kleine Fleisch geht nicht rein. Kann ich irgendwas rausschmeißen? Nee, ist egal, dann lasse ich das eben einstecken. Ist Wurst. Ist Wurst. So, das da raus, das da raus, das da raus. Wir haben hier die Dinger hier, dann das da. Wir haben die Samen tue ich hier raus, die Blätter tue ich raus, das Spray tue ich raus. Die lasse ich einstecken, weil die stacken ja unendlich. Die Äste kommen noch raus. So, das sind alles meine, außer der Gummiring, alles meine Komponenten. Stein? Irgendwas? Da. Nee. Die Stoffe eigentlich noch, oder? Oder hatte ich die Stoffe jetzt dann da hinten drin? So, Eisen raus. 1056 ist auch in Ordnung. Da haben wir, genau, da haben wir die Stoffe. Stoffe, Kunststoff, Gummiringe. Okay, wir haben Lautsprecher, Funkgerät, Funkgerät, Verstärker, Mobilfunk. Im Grunde sollte ich jetzt alles haben. Es sind 2, 4, 6, 8, 10, 11 Dinger. Genau. Passt. Passt optimal. So, jetzt setzen wir uns nochmal schnell einen Wegpunkt, dass ich auch richtig laufe. Wir müssen dahin. Da war ja das Hotel. Gut. Dann geht's los. Hier können wir eigentlich alles lassen, wie es ist. Sammle jetzt dann nochmal, weil das ist ein unendliches Ding. Wenn ich da immer alles einsammle, du könntest dein Licht anmachen. Du kannst noch ein ID reinpfeifen. Und dann würde ich sagen, laufen wir doch einfach mal los. Wir laufen jetzt zum einen mal komplett durch bis zum Flughafen. Wenn wir natürlich ein paar Zomboide unterwegs sind, dann erledige ich die. Ja, was denn jetzt? Oh Gott. Meine Güte, was war denn das jetzt? Es war ein vollkommenes Hängen gerade. Also ich loot jetzt auch keine Autos. Das mache ich dann erst dort und auf dem Rückweg. Wir müssen... Oh, da ist ein großer. Ja, dachte ich. Da müssen wir lang. Na komm her. Na, heute bin ich nicht so schützerig. So.
so viel Munition, wie du heute verballerst, ne? Weiß ich nicht, ob du es schaffst, da hinten anzukommen. Warte mal, ich bin doch hier irgendwie... Da muss ich hin. Ich habe mich jetzt irgendwie beeinflussen lassen von diesem roten Dingsbums da. Ist das von mir? Bin ich jetzt so einen komischen Bogen gelaufen? Strange. Ja, ich bin tatsächlich einen ekelhaften Bogen gelaufen, ne? Oh, meine Güte. Na, ich habe halt voll den Plan. Warte mal, wenn ich Eisen sehe, dann... auch gleich mitnehmen. Komm her. Sind wir zwar des Nächtens unterwegs, aber wir haben richtig viel Zeit, ne? Das ist halt schon ein Vorteil. Alles Eisen mitnehmen. Immer gut. Vor allem, da geht es mir auch sehr viel um das Kupfer, was wir da drin finden können. Dann gleich nochmal. Was bin ich für einen Umweg jetzt gelaufen, ne? Mit der Krieg ums Dorf, sagt man. Jetzt sind wir. Jetzt sind wir auf der richtigen Straße. Kannst du dich mal ein bisschen konzentrieren, dass du vielleicht nur einen Schuss brauchst? Gibt auf jeden Fall viele Autos unterwegs. Genau so. Achso, ist ein Fass. Da. Mal wieder mal einen kleinen Ausflug machen, ne? Sorry, aber wenn du mir so vor die Flinte springst, vor allem Hirsch, ne? Ja, auch wenn ich jetzt Fuchs sehe oder so, dann... Entweder zu nah oder zu weit. Eine Eule. Ich will dich nicht verlieren. Oh Mann, was für ein Glück. Yes, Eule. Ah, cool. So, einmal bitte auf die 5. So, kann ich... eine Flagge bauen? Nein, Flagge kann ich nicht bauen. Okay, dann lasse ich's. Ist egal. Sind wir eh schon gleich da. Also im Grunde ist es echt ein Katzensprung, ne? Wir sind, glaube ich, um 2 losgelaufen.
Oder mehr was? Drei? Und da haben wir schon den Flugzeughangar. Ja, Crusoe. Nice. So, dann bitte einmal Upgrade. Aktualisieren. Zack, Kommunikationsausrüstung wurde repariert. So, und das ist jetzt normalerweise der Punkt, an dem es dann quasi vorbei ist. So, wir kommunizieren. Ja, es dauert halt ein bisschen, ne? Ich denke mal, mich darf auch hier nichts ablenken, weil sonst bricht das ab. Mein Kaffee trinken. Solange ich jetzt noch einen Schluck drin habe. Jo, wir werden in der Zukunft weitere Inhalte hinzufügen. Damit ist im Grunde das Game auch vorbei. Credits kommen, Game by. Okay, und hier kann man dann auch meines Wissens nach das Ganze halt abbrechen und weiterspielen. Jetzt warten wir einfach mal kurz den Abspann ab. Ich meine, immerhin, die haben sich die Mühe gemacht, dieses ganze Ding hier zu programmieren. Und? Ich bin gespannt. Drücke eine beliebige Taste zum Starten. Okay. Ist es jetzt tatsächlich hier Auto? Okay, ich muss nochmal auf das Autosave gehen. Ich dachte, ich könne das einfach weitermachen. Und gut ist. Also das ist auf jeden Fall dann das Ende. Jetzt habt ihr das auch mal gesehen. Oh Mann, wir sind noch bei einer halben Stunde. Ich habe ja gesagt, wenn ich das Spiel komplett beendet habe, dann werde ich auch das LP einstellen. Allerdings habe ich mir jetzt hier so einen Mühe gemacht mit dem Bauen. Dass ich jetzt auf jeden Fall... Was liegt denn da alles rum? Gewehrpatrone? Warum liegen hier Gewehrpatronen rum? Na gut. Muss ich nicht verstehen, ne? So. Machen wir das Ganze halt einfach nochmal. Ich habe ja jetzt zum Glück auch nichts weiter mitgenommen. Wir sind ja jetzt bloß da vor... Nee, nimm bitte das da. Wir sind jetzt bloß davor gelaufen. Ich installiere das auch wieder, dass ich die Teile weg habe. Aber ich mache natürlich nicht die Kommunikation. Das ist wahrscheinlich Rabe, oder? Mal gucken, wo der runter ist. Ob ich den sehe? Ah, da. Dann installiere ich das Zeug nochmal, weil dann ist es schon mal raus aus meinem Inventar. Hey, das Eisen hatte ich vorher nicht. Entweder bin ich dran vorbeigehüpft. Wir machen quasi beides jetzt. Stein und... Okay, war's das? Weil dann tue ich das jetzt einfach nur installieren, dann ist mein Inventar wieder leer und dann können wir hier ein bisschen looten. So, also bitte hier nochmal Upgrade. Also die Sachen braucht man alles. Ne, nur dass ihr es wisst, die da muss man selber herstellen und das sind die Sachen, die man finden muss. So, und damit ist dieses
Dingsbums hier repariert. Ich habe gar keinen Erfolg, warum nicht? Ist nicht normalerweise hier ein Erfolg dann zu sehen? Dachte ich zumindest. So, schauen wir mal, ob wir hier irgendwas finden. Ich glaube aber nicht. Nö. Da auch nicht. Na gut, dann zerlegen wir halt einmal ein paar Sachen. Wir sind ja gerade mal in Stunde 5. Ah, Eisenbrocken nochmal. Schön. Na, kannst du jetzt... Also manchmal, ne? Danke. Stück Eisen, Gummiring, Plastik, Stoffe brauchen wir halt auch. Und die Stoffe kriegen wir nun mal am besten auch aus den Autos raus. Stück Eisen, Benzin, Plastik, Stoff, genau. Mal ein Brocken Eisen. Nice. Gönnen wir uns natürlich. So, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ne? Wenn ihr wollt, dass ich noch einiges mehr aufnehme. Ansonsten würde ich jetzt tatsächlich... würde ich jetzt tatsächlich halt nochmal meine Fallen ausprobieren und dann würde ich das Ganze auch sein lassen, weil ich, im Grunde haben wir jetzt halt wirklich alles gesehen in dem Spiel. Ich will jetzt halt nur noch testen, ob das funktioniert mit dem Runtergekicke. Also quasi bei einer die nächste Welle möchte ich im Grunde probieren. Wow, wir haben so viel Zeit jetzt noch. Ja, gehen wir doch da mal lang. Das sind recht viele Autos. Auch noch einiges an Eisenfässern. Ich denke mal, dass wir da auch noch den einen oder anderen Zomboiden treffen. Wir sind halt jetzt schon wieder bei einer halben Stunde, ne? Das ist schon... Der Hammer. Ich bin auch mal gespannt, weil ich finde es schon toll, dass die da halt auch weiter dran basteln, ne? Dass es das nicht gewesen ist. Finde ich super. Aber man weiß zumindest, okay, das ist mein Ziel. Das müssen wir schaffen. Und wir wissen jetzt, wie wir es schaffen. Ach, da kommen wieder die... Der kommt schon. Zerlegen wir zwar noch das Auto. Bis der sich dann entschieden hat, wann er endlich einmal herkommt. Taube oder Eule? Richtig gehört.
gerade gedacht, irgendwie ist hinter mir auch doch was. So. Auch das ein wenig zerlegen, weil auch aus den Päckchen kriegen wir ja Stoffe raus, ne? Genau. Und wir können ja die Stoffe dann ganz gut nutzen oder zerlegen, weil wir brauchen ja diese Wartungskits. Also ich werde jetzt hier noch ein bisschen sammeln. Wenn ihr da noch ein bisschen zuschauen wollt, macht das gerne. Aber ansonsten wird hier jetzt nicht mehr sehr viel passieren. Ich bin jetzt nur noch am Farmen. Und dann geht's beim nächsten Mal wahrscheinlich zurück zu unserem Stützpunkt, dass ich da noch ein bisschen weiter basteln kann. Weil ich traue mich tatsächlich, dass ich die Teile wegbaue vom Eingang und wir dann quasi mal ausprobieren, ob der Laufsteg jetzt halt gut läuft für die Zombies. Dass die Zombie-Models hier drüber tingeln können und auch immer wieder runtergekickt werden. Oder wie das ist. Wenn das nämlich wirklich so läuft, dann kannst du hier wirklich, ich denke, auch mal in einem schwierigeren Modus spielen, wenn du nur genügend von diesen Fallen hast, die Zomboiden immer wieder runterkicken. Muss man einfach mal ausprobieren. Dass ich jetzt halt jedes Fass und jeden Karton mitnehme, ist auch klar. Ich denke, die Wohnungen werde ich jetzt auch nicht mehr durchschauen. Weil wir hatten es ja schon in dem Wohnhaus, dass da nichts mehr nachgespawnt ist. Na? Von daher mache ich mir jetzt nicht die Mühe. Gehe nochmal das komplette Hotel durch. Da jetzt natürlich ein Päckchen zu sehen ist. Ah, doch. Kühlschrank. Schauen wir vielleicht doch einmal durch, weil die Türen sind ja eh offen. Da auch nochmal. Okay. Dann gehe ich da nochmal durch, weil ich meine, die Sachen, die kann ich einfach nicht da lassen. Ja, nice. Ja, nice. Nehmen wir natürlich dann alles mit, ist klar. Da steht aber sonst nichts weiter. Also, nächstes Zimmer, hups. Mache ich jetzt noch das Hotel mit euch durch. Für diejenigen, die noch dran geblieben sind, mache ich jetzt das Hotel noch durch. Wir haben jetzt auch Stunde 6, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Also wir haben wirklich noch enorm viel Zeit. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das ganze Zeug hier nachspawnt. Ja, die Waffen müsste man irgendwie zerlegen können, das wäre nicht schlecht. Wie viel Platz hast du jetzt eigentlich noch? Ja, da ist noch einiges am Platz. Jetzt sehen wir ja noch irgendwelches Kleingezier. Aber das unterschätze ich auch nicht mehr. Mit dem, mit den Fallen. Halt, da war die Kiste. Gehen wir noch auf die Seite. Hm.
mächtig viel Loot. Ehrlich wahr. Also ich würde sogar sagen, wenn ich... Wir probieren das mal aus mit dem Ganzen, weil ich habe echt Spaß an dem Game. Wir probieren das mal aus mit dem... Mit den Pendeln. Ob das so hinhaut, wie ich das mir erhoffe. Und wenn das so hinhaut, dann würde ich gerne ein individuelles Game mal gestalten. Oh, wow. Und einfach mal schauen, wenn man es ein bisschen schwieriger macht, ein bisschen mehr Zombies. Obwohl ich der Meinung bin, dass es absoluter Hirnriss ist, wenn man die Zomboiden im Grunde dann zu stark macht. Weil wenn ich jetzt gerade mal am Anfang hier Pfeil und Bogen habe und muss in die dann 10 oder noch mehr Pfeile reinjagen, ist das ja auch ein totaler Quatsch, ne? Weil das hat ja nichts mehr mit... Ja gut, das Spiel ist eh nicht real, aber das ist einfach... Ganz ehrlich, hättest du einen Zombie vor dir und du haust ihm die Birne weg, dann kann der halt einfach nicht mehr zucken. Und wenn du jetzt halt in den so 20 Pfeile reinjagen musst, ich weiß nicht, ob das so, ja, korrekt ist. Und ich würde sagen, nein. Also werde ich im Grunde bei einer individuellen Einstellung würde ich quasi die Menge der Zombies erhöhen, weil ich meine, wir sind immerhin in der Stadt unterwegs. Da kannst du auch durchaus mehr antreffen als jetzt halt auf dem Land. Aber das wird natürlich komplett über die ganze Map gehen. Neues Eisen. Musst du jetzt da... Aber sie halt nicht stärker machen. Also zumindest nicht viel, ne? Zerlegen. Ist alles gut. Vor allem hier Stoffe wieder. Und es hat wieder gespeichert. Wir sind gerade erst einmal in Stunde 7. Also vielen Dank auch an alle, die noch mit dranbleiben. Weil ihr wisst ja auch, ne, das unterstützt mich wirklich sehr. Vor allem auch, wenn ich es ja immer nicht gerne einblende, weil es mich ein bisschen selber nervt. Das sind ja die Werbungen, ne, ist ganz klar. Aber gerade das supportet mich halt, ne. Ich könnte ansonsten gar nicht so viel machen, wie ich mache. Also vielen Dank auch dafür. Muss einfach mal gesagt werden. Weil mir macht es nämlich hier enorm Spaß. Gerade das Feedback von euch gefällt mir immer extrem gut. So, in dem Zimmer selber sind aber jetzt keine mehr gespawnt, ne? Ja, ich mache das Hotel auf jeden Fall noch durch. Nee, lass mal da. Ich habe zwar mal eine Ladung Klamotten mitgenommen, aber bringen tut's mir ja nichts, außer dass ich meinen Schrank halt füllen kann dann mit Garderobe. Da könnten sie auch mal endlich was machen, dass man sagt, okay, wenn du schon Klamotten findest, dann sollten die doch auch irgendwie einen Nutzen haben, ne? So, nochmal reingucken ganz kurz.
Ja, 4 Mist haben wir auch noch mal mit rein. Wir haben zumindest noch 2 Kleinfleisch. Ja, ist das eine Lootkiste? Ja, schön. Aber auch noch mal Mist drin. So. Dann noch einmal auf die andere Seite. Vielleicht erst eine Seite oben und unten machen sollen und dann die andere. Aber ist egal. Ist egal. Vor allem das Hotel möchte ich jetzt auf jeden Fall noch durchmachen. Und wenn es jetzt eine Stunde dauert, dann dauert es eben eine Stunde. Ach, schade. Ich glaube, nach dem Hotel kann man dann wirklich den Rückweg antreten. Ach, schade. Kein Mist mehr. Aber wir haben schon 5 auf jeden Fall. Ist gar nichts, da ist halt nur die Waffe gewesen jetzt, aber ist egal. Brauchen wir ja nicht. Oh ja, komm, was ist da drin? Ah, schade, auch kein Mist. ...333 Munition. Jawohl. Damit haben wir das Hotel jetzt halt einmal komplett nochmal gelootet, wie wir es eigentlich schon mal gemacht haben, inklusive des Parkplatz. Noch nicht ganz, aber im Grunde inklusive. Das heißt, wir können beim nächsten Mal auf jeden Fall den Heimweg antreten und können auch nochmal schauen, was wir so an Loot noch unterwegs mitnehmen können. Das sind natürlich überwiegend Autos. Ganz klar. Aber das war ja auch meine Intention mit, dass wir hier Stoffe mit reinbekommen. Das ist zwar jetzt nicht so viel, aber okay. Na, zerleg. Genau. Dann machen wir hier das nächste Mal weiter und treten quasi den Nachhauseweg an in die Richtung. Super. Also vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für die Likes und vielen Dank für die Kommentare. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch mit dabei seid. Insofern macht's gut. Habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.